Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit der Asta, dem Toledo, dem Mann, dem Paul, dem Uwe, wunderschön. Hallo. 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 Ich höre einen Schlepper in meinem Rückspiegel. Hä? Was? Nee, ich hab dich gehört, wie du hinter mir hergebraust bist mit deinem leisen... Aber du hörst einen Schlepper in deinem Rückspiegel? Ja. Was muss ich doch sagen. Auswählen. 13 hab Stück. Hab ich doch... Ach, dann mach du. Entschuldigung. Nee, bitte. Kann ich hinten... Ah, nee, kann ich... Plane kann man nicht abmachen. Nee, kann man nicht abmachen. Ich kann ihn aufklappen. Uwe, kannst du auch Farben riechen? Farben? Nee, Farben riechen kann ich nicht. Nein? Nee. Transportfahrzeug ist nicht... Achso. Hä? Was denn? Jetzt hast du das Ding aufgeklappt, jetzt kann ich nicht mehr ins Tiermenü. Entschuldigung, wusste ich gar nicht. Nee, warum soll ich Farben riechen können? Ja, weiß ich nicht, weil du jetzt gerade den Schlepper im Rückspiegel wieder gerochen habe. Gerochen, genau. Ja, ja. Los geht's! Nee, das kann ich noch nicht. Achso, gut. Er arbeitet dran. Ich bin in Ausbildung für Farben riechen. Kommt mit dem nächsten Update. Ja, so manche Farben kann ich riechen. Du ja bekanntlich, würde ich sagen, auch. Oh, falsch gefahren. Ne, da gibt es ja so die ein oder andere Farbe wie braun, die kann man ja eher riechen. Ja. Ja. Eier. Ja, das passiert auch nach Eiern. Dann riecht man das ganz besonders gut. Ja, hier ist noch ein halbes Feld Stroh ungefähr. Schafe schubsen! Stehe ich schon drin? Wenn ich so stehe? Ja, gut. Stehst du. Ja. Brauchen die Schafe Stroh? Nein. Nein. Ich hoffe, ich treffe jetzt die richtige Gruppe. Ja, hast du. Hast du die Tiere jetzt auch noch drin? Ja, ich habe die Tiere noch drin. Okay. Aber du bist weggefahren, als mein Tiermenü noch offen war, deswegen... Achso, nee, die Tiere waren drin, deswegen bin ich losgefahren. Okay, das ist natürlich jetzt doof mit der Deko, die ich hier hingebaut habe, aber so oft muss man ja die Tiere nicht schubsen. Hängt dran, wenn die Joghurt im Rucksack haben. Bin ich nicht drin? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Was? Jetzt. Ich stehe in dir drin! Ja, hau ab! Ich muss mir grad schnell schon beweisen. Toledo? Ja, ich habe einfach den Anhänger in seinem Gesicht geparkt. Ah ja. Nein, Anhänger, nicht Eier, Anhänger mit Schafen. Wobei, vielleicht hat auch eins der Schafe. Vergessen wir das Thema. Schafeier in sein Gesicht gehabt? Gott! Es wird nicht besser. Es wird nicht, aber es wird witziger. Was sollte denn besser werden? Ich hatte Hoffnung. Es wird bildlicher, wolltest du sagen. Ja, das auch. Das Bild wird klarer. Kavi Klosbrühe? Ja. Aha. Scheiße. Speed, Johnny, Speed! Verwechsel Endprodukt. Die armen Schafe. Und übrigens, du bist nicht in dem Trigger. Nicht dein Ernst. Ist das jetzt das Braune, das man riechen kann? Ja. Nee, wir haben nur weiße Schafe. Nee, Kaka. Jo. Gut, okay, das mache ich also nicht wieder. Ich fahre jetzt anständig außen rum. Ich? Okay. Ich merk schon. Guck mal, wir können auch eine Runde durch den Kuhstall fahren, hier Schafe. Mäh. Das ist aber heute auch ein bisschen doller als sonst, ne?
Ja, Zuckerrüben brauchen auch ziemlich viel Dünger. Ja. Ja. Bin ja schon froh, dass die Schafe hinten im Anhänger mitfahren und nicht vorne im Johnny. Da vorne fährt das Schwein. Ich wollte sagen, vorne fährt das Oberschaf. Wie war das? Kleinster Bauernhof der Welt? Ja, genau. Wie bitte? Polizeiauto vorne die Bullen, hinten die armen Schweine. Okay. Ja, danke. Also alle Polizisten, die uns zugucken, ich meine das nicht böse. Ich meine das liebevoll. So, so, Herr Toledo, da wird hier mal ein Fahndungsbericht raus. Ja. Haftbefehl. Genau. 20 Jahre Einzelhaft. Mhm. Mindestens. Ohne Bewährung. Ohne Bewährung, ohne alles. Ja. Ah. Lebenslang. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? Ich habe nicht mitgezählt. 52. Mit denen sind es 65. Okay. 15 Stück müsst ihr dir noch abholen. Ja, zwei Runden noch. Wie viel kriegst du mit bei einmal? 13. 13, ach so. Ich habe nur den Kleinen gemietet, sonst also. Oh. Hätte ich jetzt einen LKW gebraucht und sonst was. Trigger. So, solange du nicht mit einem Pferdetransporter ankommst. Nee. Aber auch leider nur, weil da keine Schafe reingehen. Hm. Dann hättest du aber 40 mal die Schafe rübergekarrt. Ja. Also mit Aussteigen und Einladen und allem. Ich kann auch so einladen. Also ich muss nicht aussteigen, ich muss nur in den Trigger fahren. Ach. Ja. Hast du dann wieder zum Abstrakt der Kunst? Hätte ich die Aktion hier ja gar nicht machen müssen. Ach, ich dachte, du bist arbeitslos, deswegen hab ich nicht gesagt. Ich dachte mir nur, ich mach das, damit du nicht ständig ein- und aussteigen musst. Ach du, das ist doch schön. Ist doch, also, ich find's jetzt nicht so schlimm. Weil du ein bisschen kreuz und quer fährst, Astra. Ich kalke da, wo ich noch nicht war. Ohne VCA geht das nicht anders. So, die letzten zwei sagst du, ne? Mhm. Sollen wir das letzte Duo? Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann müsste, sobald ich. Jo. Ausgewählt, direkt auf 2 gestellt. Gruppe leer. Ach, wie süß, da stehen sogar nur 2 im Anhänger drin dann. Ja, ja. Muss gleich noch genug gekalkt werden. Wie viele sollten denn da sonst drin stehen? Ja, du kannst rein theoretisch noch auf die 31 da drüber fahren, wenn du noch Kalk hast. Ich hab noch. Nee, im 19er hast du ja einen Anhänger gehabt, keine Ahnung, 40 Tiere drin und egal wie viel du eingeladen hast, waren immer nur, keine Ahnung, 12 zu sehen. Ja, gut, das stimmt. Wir haben ja jetzt hier auch keine 40 Tiere drin. Ich weiß nicht, wie das bei dem Großen dann ist. Aber war doch im 19er bei den kleinen Stellen auch der Fall, dass du dann nur die Anzahl hattest, die du auch drin hast, oder nicht? Ja, kann durchaus sein. Nee, ich weiß es nicht. So, ich gebe den Tieren Vorteil dann zurück, ne? Kannst du machen. Okay. Gefüttert hast du, sagst du? Ja. Cool, dankeschön. Wir haben übrigens vorhin mal Gülle und Mist noch verkauft. Ja. So über 1 Million Liter Gülle und über... Ja, die 1 Million Liter Gülle hatten wir die Tage irgendwie schon, aber es ist ja jetzt schön durch das Update der Stelle funktioniert ja jetzt auch eine Mistgrube, Güllegrube so rum. Hm. Nee, aber ich habe die Gülle und den Mist mit Uwe zusammen vorhin mal noch verkauft, komplett. Ja, sehr gut. Weil so viel von der Scheiße brauchen wir nicht. Ja gut, kommt natürlich jetzt, ne, großer Stall der Kühe und die ganzen Schweine. Da kommt natürlich... Da kommt einiges zusammen und so viel verarbeiten wir nicht. Ja, ist doch okay, dann verkaufen wir, das ist doch prima. Hat zwar nicht viel Geld gebracht, aber ein bisschen. Insgesamt waren es so 100.000 oder so.
Haben es besser als brauchen, würde ich sagen, ne? Okay, was haben wir zu tun? Ja. Oder machen wir jetzt einfach ein paar Minuten früher feiern, bevor wir was anreißen? Auf Feld 31 liegen noch 2, 4, 5 Schwaden Stroh, wenn du die Zeit noch voll kriegen willst. Liebe Leute, wisst ihr, wir gönnen uns heute mal die etwas kürzere Folge. Ich komme gleich, machen wir dann aber außerhalb der Aufnahme. ja, ich hätte nicht schon, ne, alles wird gut. Wir machen heute mal ein bisschen früher Feierabend. Ich sag's euch. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne wie immer für den Algorithmus das Däumchen nach oben da lassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.